Montag, der 15. Dezember. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben ihn wieder eingeschaltet, den Elbe-Kanal, und schauen das Regionalmagazin am Wochenanfang. Nun, heute haben wir versucht, interessante Themen für Sie mit dabei zu haben. Welche das sind, haben wir wie immer in einer kleinen Übersicht für Sie zusammengepackt. 33. Sportlerball. Sportler aus Schönebeck und Umgebung treffen sich in der Sekundarschule am Lerchenfeld. Wasserwehr Schönebeck. Neue Wehrleitung für die kommenden 5 Jahre gewählt. Und neuer Klang. St. Stephanikirche in Kalbe bekommt neue Glocke. Am Anfang der heutigen Sendung möchte ich Sie auf unsere Feiertagsinhalte hinweisen, denn wir haben auch in diesem Jahr wieder besondere Sendungen zu den Feiertagen. Den Anfang macht unsere Weihnachtssendung, gesendet am 24., 25. und 26. Dezember. Welche Inhalte sind mit dabei? Wir backen Plätzchen mit den kleinen und großen Schönebäckern, hören musikalische Darbietungen und haben die ein oder andere winterliche Überraschung für Sie im Programm. Weiter geht es dann mit unserem Jahresrückblick. Wir blicken auf die Ereignisse des zurückliegenden Jahres hier aus Schönebeck und der Umgebung. Und am 31. als auch am 1. Januar 2015 zeigen wir Ihnen unsere Silvestersendung. Musikalische Darbietungen, ein bisschen Unterhaltung, ein Zauberer, all das ist mit dabei. Sie dürfen also auch auf diese Sendung gespannt sein. Und weiter geht es dann am Anfang des kommenden Jahres, also sprich am 2. Januar, dann wieder mit dem Jahresrückblick. Und am 7. Januar sind wir dann für Sie mit einer neuen Ausgabe des Regionalmagazines hier im Elbe-Kanal da. Doch nun genug in Sachen Eigenwerbung, kommen wir zum ersten Beitrag. Er fand wieder statt, der Sportlerball, das Ganze zum 33. Mal, und das waren die Höhepunkte, die wir festgehalten haben. Es ist eine lange Tradition in der Sekundarschule am Lerchenfeld, die jedes Jahr aufs Neue begeistert. Die Rede ist vom Sportlerball. Am 10. Dezember diesen Jahres fand dieser bereits zum 33. Mal statt. Viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Muttis, Vatis und Gäste waren gekommen, um dem 33. Sportlerball beizuwohnen. Den Anfang machte die Tanzgruppe Kamikaze. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Sekundarschulen am Lerchenfeld und Maxim Gorki. Im Anschluss zeigten die Turnerinnen des Schönebecker Sportclubs, was sie können. Ihre interessante Akrobatikshow machte die Zuschauer sprachlos. Mit viel Geschick wurden verschiedene Hebefiguren gezeigt, aber auch turnerische Elemente dargeboten. Ein weiterer Höhepunkt am Mittwochabend waren die Sweeties aus Biere. Als Teilgruppe der Crazy Girls aus Biere stellten die Tanzkinder ihr Können unter Beweis. Viel Geschick brauchten die Mitglieder des ersten Jujutsu-Vereins Bushido Schönebeck e.V. Von der Begrüßung über Erwärmung bis zur Selbstverteidigung gab es eine Menge zu sehen. Wenn ihr Interesse an unserer Sportart gefunden habt, könnt ihr euch gerne im Internet informieren unter Bushido SDK. Wie in jedem Jahr durfte auch eine Rhönrad-Vorführung nicht fehlen. Das Highlight an diesem Abend, die Rhönrad-Vorführung des Oberbürgermeisters Bert Knoblauch, der stellvertretenden Oberbürgermeisterin Gisela Schröder und SPD-Landtagsabgeordnete Petra Grimbenne. In 3 Trainingseinheiten wurde vorher geprobt und beim Sportlerball gab es dann die große Überraschung. Thank you.
Für diesen besonderen Auftritt gab es neben tobenden Applaus einen großen Blumenstrauß. Diese Gelegenheit nutzten die drei prominenten Gäste und gaben diesen gleich wieder zurück an ihre Trainingspartner, welche sich umfassend mit dem Training der drei Prominenten beschäftigt hatten. Dann gab es die Darbietung der Stammgäste aus Biere. Gemeint sind natürlich die Crazy Girls. Sie verzauberten nicht nur mit ihren glänzenden Outfits, sondern natürlich auch mit ihren Tanzschritten, also ihrem gesamten Auftritt. Auch ehemalige Schüler der Sekundarschule am Lerchenfeld ließen es sich nicht nehmen, die besonderen Auftritte anzusehen. Susi, eine ehemalige Schülerin und ehemaliges Mitglied der Rhönrad-Gruppe, welche vor wenigen Wochen ein Kind bekommen hatte, wurde mit einer kleinen Aufmerksamkeit überrascht. Insgesamt war es ein gelungener Abend für alle Beteiligten, denn neben den hier gezeigten Darbietungen präsentierten sich die Europameister im Cheerleading, die Guardian Angels aus Magdeburg und die Gruppe Flowjob mit interessantem Breakdance. Ein besonderer Abend, eine besondere Veranstaltung, der 33. Sportlerball 2014. Dass das Jahr sich dem Ende neigt, merkt man nicht nur an Weihnachten bzw. dass es relativ früh dunkel ist. Auch die ein oder andere Abschlussveranstaltung des Jahres findet statt, so auch bei der Wasserwehr hier in Schönebeck. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Eine dritte Verlängerung einer Tierpatenschaft fand am 14. Dezember im Heimattiergarten Biererberg statt. Bille Zühlsdorf wurde erneut Pate eines Buschhörnchens. Am 12. Dezember wurde die neue Wehrleitung der Wasserwehr Schönebeck für die nächsten 5 Jahre gewählt. Dirk Lindner ist weiterhin Wehrvorsteher, sein Stellvertreter ist Karl-Heinz Herrmann und Schriftführerin ist Stefanie Fündner. Für 2015 soll eine weitere Einsatzgruppe in Plötzky gegründet werden. Außerdem wird es am 12. Juli einen Tag der offenen Tür geben. Zwischen dem 22. Dezember 2014 und dem 6. Januar 2015 werden die Öffnungszeiten für das Schwimmerbecken, dem Nichtschwimmerbecken und die Sauna in der Volksschwimmhalle geändert. An Heiligabend und Silvester sind alle drei Bereiche jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Außerdem bleibt die Schwimmhalle am 25. und 26. Dezember und am 1. Januar 2015 geschlossen. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie auf der Internetseite der Stadt Schönebeck. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Thiemannstraße in Schönebeck. Grund hierfür sind Sicherungsmaßnahmen eines einsturzgefährdenden Gebäudes auf Höhe Republikstraße 1 zwischen der Einmündung Republikstraße und der Thiemannstraße 1. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen werden vom 8. Dezember bis 30. Juni 2015 vorgenommen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Seit einigen Wochen wird unter anderem auf der Facebook-Seite des Tierschutzvereins Salzlandkreis sowie über WhatsApp-Gruppen darauf hingewiesen, dass in Schönebeck, Magdeburg und Umgebung an zahlreichen belaufenen Wiesen und Orten Hundeköder mit Gift, Nägeln oder Rasierklingen gefunden wurden. Weiterhin wurden in Hallensleben, Wolmirstedt, Gommern und Pretzin Köder mit Rattengift gefunden. Am Dienstagmorgen wurden im Bereich des Spielplatzes in der Luisenstraße mehrere beschädigte Spielgeräte festgestellt. Unter anderem haben die unbekannten Täter versucht, eines der Geräte anzuzünden. Weitere Spielgeräte wurden zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Alle Hinweise richten Sie bitte an das Revier und seine Dienststellen im Salzlandkreis. Gern auch telefonisch unter 03471 3790. Folglich zeitlich begrenzt verkaufsoffene Sonntage hat der Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck für sein Stadtgebiet festgelegt. Den 30. November, den 7. Dezember, den 14. Dezember und den 21. Dezember. Grundlage ist das Ladenöffnungsgesetz Sachsen-Anhalts sowie das sogenannte Verwaltungsverfahrengesetz.
Anlässe für diese für alle Verkaufsstellen des Stadtgebietes geltenden Festlegung sind der Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen am 30. November, das Nikolausfest am 7. Dezember, der weihnachtliche Biererberg am 14. Dezember sowie der 4. Advent am 21. Dezember dieses Jahres. Die Regelung gilt für bis zu 5 zusammenhängende Stunden zwischen 13 und 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Auch wir der Elbe-Kanal vergeben Weihnachtsgeschenke, wenn ich das mal so betiteln darf, mit unserem Medium der Woche Herbert Grönemeyer. Sie möchten diese CD gewinnen, dann sollten Sie auch nach der Werbung Ihren Elbe-Kanal eingeschaltet haben. Brötchen, Brote, Kuchen und einzigartige Torten. Bäckerei Ketzer, Tradition seit 1894. Unsere Angebote exklusiv vor Weihnachten. Mini-Cremestreifen zu je 9 Euro und Mini-Cremetorten, das Stück nur 14 Euro. Gern nehmen wir ab sofort auch Ihre Weihnachtsbestellungen für diese Produkte entgegen. Besuchen Sie uns, Ihre Bäckerei Ketzer. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Frische und Qualität erhalten Sie bei uns, der Fleischreihe Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Unsere Angebote in dieser Woche: Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, Gulasch halb und halb 100 Gramm zu 45 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 28 Cent, kleine ganze Lachsschinken 100 Gramm zu 1,30 Euro und Räucherfilet 100 Gramm zu 1 Euro. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Auch im Winter bietet Ihnen das Blumenhaus Hesse kreative Ideen für Haus und Garten. Ihnen fehlt noch ein passendes Weihnachtsgeschenk? Das Team kreativer Gärtner und Floristen in Schönebeck berät Sie gern und hilft Ihnen bei der Auswahl. Natürlich haben wir für Sie auch einige Ideen schon vorbereitet. Oder Sie beschenken sich einfach mal selbst. Ein weihnachtlicher Adventsstrauß für die Verwandten und Bekannten oder für sich selbst? Bei uns im Blumenhaus Hesse auch kein Problem. Zahlreiche Variationen und Ideen warten auf Ihren Besuch. Blumenhaus Hesse. Bei uns blühen die Ideen. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Bäckerei Schwarz, seit 120 Jahren Ihr Bäcker aus der Region. Jetzt zur Vorweihnachtszeit in all unseren Filialen. Makronen, Dominosteine, Anisplätzchen und natürlich auch in diesem Jahr unsere preisgekrönten und mit der Goldmedaille ausgezeichneten Stollen. Entdecken auch Sie unser weihnachtliches Angebot. Bäckerei Schwarz, wir backen, Sie genießen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Reisefreunde, mein Name ist Andrea Katrin Löwig. Geht es Ihnen genauso? Manchmal kann der Alltag ziemlich stressig sein. Viele Termine, lange Arbeitstage und Zeitdruck können einem das Leben schon mal schwer machen. Deshalb ist es umso wichtiger, für das innere Gleichgewicht, dem Körper und der Seele
eine Auszeit zu gönnen. Mit Schurreisen haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite. Entdecken Sie tolle Städte, faszinierende Sehenswürdigkeiten und genießen Sie mit dem Rundum-Sorglos-Paket, das Ihnen Schurreisen zu bieten hat, wunderschöne Reiseziele. Ich freue mich, Ihnen diese jetzt vorstellen zu können. 8 Tage Südtirol. Mit dem 4-Sterne-First-Class-Bus geht es nach Luttach in Südtirol. Bei einem Tagesausflug nach Riva del Garda erfahren Sie, wieso diese Stadt zu Recht Perle des Gardasees genannt wird. Entdecken Sie bei einem Ausflug nach Bozen die malerische Stadt, in der Südtiroler Gastfreundschaften und italienische Lebensart gleichermaßen zu Hause sind. Ein Höhepunkt ist der Besuch des farbenprächtigen Obstmarktes, den schon Goethe und Mozart bewundert haben. Zur Übernachtung lädt Sie das Hotel Arntaler Alpenhof ein. Ich habe meinen Favoriten schon entdeckt. Sie auch? Na, dann sehen wir uns ja vielleicht bald auf einer Schurreise. Ihre Andrea Katrin Löwig. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen. Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Am 6. Dezember zum Nikolausfest geben wir Ihnen 20% Rabatt auf all unsere Artikel, ausgenommen bereits reduzierte Ware oder Sonderbestellungen. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich von unseren aktuellen Weihnachtskollektionen verzaubern. Das Einpacken übernehmen natürlich wir für Sie. Unsere Öffnungszeiten erstrecken sich am Samstag, dem 6. Dezember von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Kiltz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit jeder Schönebecker weiß, bei uns blühen die Ideen. Der Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Da sind wir auch schon wieder. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind zum Regionalmagazin am heutigen Montag. Ich habe versprochen, dass diese CD noch pünktlich bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum liegt. Sollten Sie denn beim Gewinnspiel mitmachen und uns die richtige Lösung nennen. Ja, das Medium der Woche, Herbert Grönemeyer, unser Medium der Woche. Hier ein paar Einblicke und danach gibt es Sie die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Ich häng an dem Glauben, dass du an mich denkst und ich fühl. Herbert Grönemeyer ist Deutschlands erfolgreichster Künstler und hat über 13 Millionen Tonträger verkauft. Seine 10 letzten Alben starteten auf Platz 1 der Charts, während Mensch mit 3,7 Millionen verkauften Alben das erfolgreichste Deutschlands ist. Dauer und Jetzt heißt nun sein neues Album. Ich dauere jetzt, leb momentan.
Heute mache ich mir keine Sorgen, ich fasse sie morgen wieder an. Was schon beim allerersten Hören auffällt, was einem diese Platte unmittelbar und eminent ans Herz wachsen lässt, was sie, gerade im Vergleich zum vollorchestrierten 12 und zum donnernd rockigen Schiffsverkehr, zu einem ganz außergewöhnlichen Grönemeyer-Album macht, ihre Transparenz, abenteuerlustige Freude an Klangfarben aller Art, die vor allem aus Tasteninstrumenten und Elektronik kommen. Wie du raubst, wie du plagst, wie du fasst, wie du mich verrückst, du dich traust, wie du's wagst, wie du nicht erschrickst, wie du kämpfst, dich verrennst, wenn du traurig bist. Mit Titeln wie Morgen, Feuerlicht oder Unter Tage reiht sich Herbert Grönemeyers 14. Studioalbum in eine Tradition erstklassiger Musik ein. Dein Revier, nur ein Blick, kein Spruch, kein Spaß. Dauernd jetzt, das neue Album von Herbert Grönemeyer. Jetzt erhältlich als Standardversion mit 12 Tracks oder als Limited Special Edition mit 4 Bonustiteln, einem 40-seitigen Booklet und einem Sticker. Du lässt mich alles vergessen, was in meinem Kopf rumsteht. Du explodierst mit mir ins Leben, bis die Welt sich rückwärts dreht. Du lässt mich durch deine Augen sehen, was ich nicht sehe. Du nimmst mich in dein Vertrauen, in dein Gebet. Ja! Wirst du morgen noch mit mir tanzen? Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Und nun haben Sie die Möglichkeit, diese CD hier bei uns zu gewinnen. Wie immer gibt es eine Gewinnfrage, welche Sie richtig beantworten müssen. Heute möchte ich folgende Frage richtig beantwortet haben. In der zurückliegenden Woche am Mittwochabend fand hier in Schönebeck eine Veranstaltung bereits zum 33. Mal statt. Viele Kinder, Jugendliche und Schüler nahmen an der Veranstaltung teil. Es wurde eine Menge Sportliches dargeboten. Ich möchte von Ihnen wissen, welche Veranstaltung war denn das? Sie wissen die Antwort, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Sie können uns auch persönlich in der Bahnhofstraße 5 besuchen und uns Ihren Lösungsvorschlag nennen. An dieser Stelle ganz wichtiger Hinweis, Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu dürfen. Weiter geht es mit einer ganz besonderen Glockenweihe in Kalbe. Für die Kirche St. Stephani gab es neue Glocken. Ein paar Einblicke, wie das Ganze aussah, können Sie hier bei uns jetzt sehen. Ein freudiges Ereignis dürfte die evangelische Kirchgemeinde St. Stephani und St. Laurenti in Kalbe erleben. Die in der Glockengießerei Bachert in Karlsruhe neu gegossene Bronzeglocke mit einem Gewicht von 504 Kilogramm und 910 mm Durchmesser hielt Einzug in den Südturm von St. Stephani. Die Stadt Kalbe unterstützte den Neuguss der Glocke mit 75.000 Euro und wurde durch Pfarrer Jürgen Kurz als Kalbenser Friedensglocke geweiht. Die Inschrift »Kein Heil ist im Krieg, Frieden fordern wir alle von dir« verweist doch eindringlich auf die Aktualität und wie absurd sogenannte heilige Kriege sind. Vor dem Aufzug hatte denn Bürgermeister Sven Hause die Ehre, der Glocke den ersten Tod zu entlocken. Bei recht kalten Temperaturen und viel Wind ging es dann hinauf in den Turm. Trotz aller Widrigkeiten waren die Besucher zahlreich und die Arbeiter der Firma Glocken- und Turmuhren Christian Beck aus Kölle da konnten ihr Werk verrichten. Zum Heiligen Abend soll es dann ein erstes Läuten der Glocke geben. Während wir in der zurückliegenden Woche einen Zuschauer glücklich gemacht haben, indem er die Freikarten für die Maxim Kowajew Domkosaken in Magdeburg gewonnen hat, möchten wir nun in die zweite Runde der Freikartenverlosung für diese Veranstaltung starten, denn in Schönebeck gastieren die Domkosaken ebenfalls. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung und weitere interessante Veranstaltungen der kommenden Tage und Wochen jetzt hier bei uns im Programm. Am 17. Dezember findet auf dem Hof das Rückenwind e.V. Schönebeck in der Bahnhofstraße 11 und 12 der zweite Weihnachtsbazar der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Rückenwind e.V. statt. Ab 15 Uhr wartet am bunt geschmückten Pavillons weihnachtliche Leckereien, Kinderpunsch, Spielsachen und von Kindern gebastelter Weihnachtsschmuck. Für die Kleinen liest um 16.30 Uhr eine Lesetante eine weihnachtliche Geschichte.
Der Erlös aller Verkäufe kommt in diesem Jahr dem Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftung in Magdeburg zugute. Im Rahmen ihrer Europa-Tournee 2014-2015 gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken mit zwei festlichen Konzerten am 18. Dezember um 19 Uhr in der Kreuzkirche in Magdeburg Nordwest und am 6. Januar um 19.30 Uhr im Dr. Tholberg-Saal in Schöneberg bald Salzelmen. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Lieder sowie einige Volkseinheiten und Balladen zu Gehör bringen. Auch im neuen Konzertprogramm dürfen nicht Wunschtitel wie Abendglocken, Stenka Razin, Sulinko und Marusja fehlen. Eine neue Ausstellung wird demnächst in der Stadtbibliothek Schönebeck gezeigt. Erik Berlin präsentiert unter dem Titel Kreuz und Quer Werke in Acryl- und Bleistiftzeichnungen in diversen Stilen. Der Schönebecker stellt seine Kunstwerke vom 12. Januar bis zum 30. April 2015 in den Räumlichkeiten am Stadtfeld 40 aus. Die Ausstellungsstücke können zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek bewundert werden. Sie haben es gesehen, die Maxim Kowalew Domkosaken warten auf Ihren Besuch und wir haben die Freikarten für Sie. Also einfach Telefonhörer schnappen und anrufen. Sehr geehrte Zuschauer, in der Redaktionssitzung heute Morgen hier im Elbe-Kanal haben meine Kollegen und ich nicht schlecht geguckt. Als wir die Wetterinformationen vom Deutschen Wetterdienst bzw. aus dem Internet bekommen haben, staunten wir, denn es sollen Temperaturen bis zu maximal 11 Grad in den kommenden Tagen erreicht werden. Dazu Regen, mehr Informationen zum Wetter der kommenden Tage hier bei uns jetzt in der Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die letzte Woche vor Heiligabend ist erreicht und das Wetter bleibt auch in dieser Woche weiterhin mild. So startet der Dienstag mit maximalen 6 Grad und leichtem Regen in den Tag. Zum Abend hin steigen die Werte leicht auf 7 Grad und der Regen verschwindet. In der Nacht sinken die Werte auf 3 Grad herunter. Auch ab der Wochenmitte sollte mit Regen gerechnet werden. Der Regenschirm sollte trotz der 5 Grad ständiger Begleiter sein. Zur Nacht steigen die Werte sogar noch leicht auf 7 Grad an. Am Donnerstag überschreiten die Werte das erste Mal wieder die 10 Grad Marke. Der Tag startet mit angenehmen 11 Grad und leichtem Regen. Zum Abend steigen die Werte leicht auf 12 Grad an und auch in der Nacht sinkt das Thermometer nicht unter die 10 Grad Grenze. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Soweit das Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 15. Dezember. Mittwochabend 18 Uhr gibt es dann wieder weitere interessante Beiträge, Informationen und die zweite Runde zum Gewinnspiel zum Medium der Woche. Ich darf Sie einladen und Ihnen natürlich noch einen wunderschönen Abend wünschen. Bis Mittwoch, machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.